allen Dingen bei diesen unmöglichen Witterungsbedingungen, die ihr angereist seid. Ich denke und hoffe, dass wir alle einen super Abend haben. Ja, alle kennen sich untereinander, wenn nicht, lernen sie sich kennen. Und es, was da ist, muss alles weg. Ja, einen schönen Abend, zum Wohl. Ich möchte die Gelegenheit zum Anlass nehmen, im Auftrag der Sommerwirbungsgemeinde Sachsen-Brandenburg des Präsidiums für seine langjährige Leistung für den Boxsport im Land Brandenburg die Ehrenrolle des Verbandes in Gold überreichen. Erfolgt am 16.01. beim Verbandstag im Rahmen der Sportlerfamilie des Landes Brandenburg. Und ich denke, dass wir dort auch einen würdigen Rahmen finden, obwohl der Rahmen heute auch würdig ist, das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass Micha in dem Rahmen der Verbände, der Vereine des Landes dort auch nochmal entsprechend geehrt werden soll. Ich glaube, Michael hat in seiner nunmehr 50-jährigen in seinem 50-jährigen Leben doch seinen großen Teil dieser Jahre dem Boxsport gewidmet. Als aktiver Boxer, erfolgreicher Boxer, Vizemeister der DDR, mehrfach, glaube ich. Viele Medaillen gewonnen bei internationalen Turnieren, dann sich profiliert als Trainer und letztlich heute der Spitzentrainer am Olympiastützpunkt hier in zum Wohle dir, Prost zum Wohle.
ohne dir. Vorsicht, die musst du sicherstellen, die Flaschen, ja? Die kommen in die Ausstellung. Michael dabei. Ja. Die kannst du nicht einfach. Michael. Извините, пожалуйста. Was sind mal die Deutschen? Ja, deswegen haben sie gar nicht gemerkt. Am Ende des Tages. Der Spitzentrainer mit der dicken Zigarre ist. Ehrlich. Und seine lüsteren Gäste.